Nintendo Presents. Der alte Donkey Kong von dem Spielhandspiel Donkey Kong ist nun nach Jahren gekommen und ziemlich alt geworden. Aber wer ist das denn? Es ist der neue Donkey Kong. Willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country 1994 Nintendo. This game is einfach nur und deswegen spielen wir es heute hier. Ja. Gucken wir mal, was ist denn los? Ja. Die Story ist ziemlich lame. Die Bananen wurden halt geklaut. Ja. So. Hier ist das Kong-Zuhause. Secret. Ja, zur Steuerung mit dem B-Knopf, glaube ich. Die B-Knopf, glaube ich. Aha, sehr interessant. Mit dem B-Knopf springen wir. Scheiße. Mit dem B-Knopf springen wir, mit dem Y-Knopf mit so einer Drehrolle. Ja. Die kann so eine Rolle. Und dann nochmal springen. DK, ja. Ist eigentlich der schlechtere von beiden. Dafür kann aber dieser. Kommt manchmal. Der kommt manchmal. Bananen aus dem Boden. Aber es ist nicht wirklich wichtig. So, unser Ziel ist es natürlich, in jedem Level alle Bonus zu finden. KOMG sind in dem Spiel noch unwichtig, wenn man verglichen zu Donkey Kong Country Returns oder Tropical Freeze. Ich hab doch dagegen gewonnen. Außerdem ist die Grafik für SNES-Verhältnisse und für 1994 einfach nur EPIC! Das ist nämlich 32-Bit-Grafik, obwohl das einfach auf einer
öffnet 16 Bitcoin. Das geht eigentlich nicht. Und die haben damit ganz viel Computer gesessen und so. Und also die Mitarbeiter von Rare haben das, haben im Spiel so lange gemacht, bis sie eine bessere Grafik rausgekriegt haben. Und das haben sie geschafft. Da spielt er sich auch sehr ordentlich auf. Das ist Rami, das ist Nashorn. Dann gibt es noch hier so eine Statue, was ich gerade eben verkackt habe, aber mich ist es eigentlich auch egal, weil ja, wenn man so ein Bonuslevel geschafft hat, kommt man zurück zum Anfang des Levels oder zum Speicherpunkt. So. Und hier schon eine Exit. Ich glaube, wir haben alles, weil im ersten Level gab es nicht mehr als zwei Bonuslevel. Wer zumindest jetzt fertig, ja. Ausrufezeichen heißt, alle Bonusse geschafft. Machen wir gleich das nächste Level. Rumble. Jo, gehen wir gleich mal hoch, ne? Jo. Nee, gehen wir da. In dem Level gibt's meines Wissens nach Arschlöcher. In dem Level gibt's meines Wissens nach... Scheiße. Scheiße! Du bist so ein... Ja, guck mal, habt ihr gesehen, wie der gerade eben noch macht? Okay. Nee, und das sieht man auch hier gerade. Das ist grafisch einfach nur geil mit den Blitzen und dem Regen. Heute wird es wahrscheinlich gar nicht mehr leisten. Damals eigentlich immer üblich, man will seine Punktzahl verbessern. Was, das wurde aber hier abgeschafft. Also ich persönlich fand es eigentlich immer sehr unnötig, weil mich hat das nicht interessiert. Gibt es zwar in heutigen Spielen auch noch, wie bei LOL. Liane! Die immer stimmt. Lineal. Du bist ein Bastard. Du bist schon wieder derselbe Bastard. Stimmt. Ah, guck mal, habt ihr gesehen, wie der sich wieder abfällt, weil so wie so. Hallo? Hallo? Hä? Halt dich doch fest. Oh, du. Gibt schon bestimmt einen Festhalteknopf? B, Y. Hab ich aber alles gefuckt, ja. Aber fest. Ja, Donkey Kong.
haben wir dann am Ende. Spaß. Nehmen wir das mal mit. Oh nee, 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 nee. Scheiße. Mann, ich wollte es nicht helfen. Ach, ich glaube mit Arsch. Oh, mit Arsch hält man das wohl nicht. Macht das nicht sehr gut. Wieso hat er denn jetzt eine Scheiße? Singe! Ah, da unten ist die Tür da. Ach, du bist doch so ein. Aber ich glaube, ich weiß, wo das nächste Secret ist. Ich spiele ja mit dem Secret. Ich bin gerade so ein Park online von mir. For me and you and you, thank you. Thank you, thank you. Alter, Scheiße, da kommt wieder der Wurst. Ein Glück, ein Glück! Auch wenn das eigentlich vollkommen unrealistisch ist und der eigentlich gar nicht gestorben ist. Sprint. Nein, 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 nein! Nicht schon wieder. Alter, stirb jetzt! Alter, stirb! Ich will ihn nicht sehen! Raus aus meinem. Es ist nicht mehr so angenehm, aber ich bin auch mit 80ern und ich spreche eigentlich gar nicht so, ich habe auch gar nicht so einen Akzent, das ist doch nicht mehr die Möglichkeit hier, ich sollte nicht mehr so sprechen, weil ich lebe nicht mal in so einem Land von Akzent, das kann nicht so viel. Ja, Leute. Also ich beende jetzt erstmal selber und dann meistens mal von vorne, weil der Sprecher jetzt gespeichert hat. Und deswegen ist es ein bisschen bleibt. Bis dann. Und dann zeige ich mir das hier jetzt. Damit läuft es vielleicht nochmal. So, Leute. Thank you.
Epic Face Paul. Diddy, der ist ja auch schon gut. Hier geht's. So gut. Ich hatte es schon wieder vergessen. Und hier ist noch Bonus. Bonus. Und ich bin tot. Nice one, shit, dein Leben. Also. Also. Ja. Und das ist halt das Gute daran, dass wir die Bonus nicht schaffen müssen. Und einfach nur. Werde ich hier schon sehen. Warum? Ja, macht wieder komische Geräusche. Damit wir schon das Level beendet haben und ich wollte mal zu den Verkaufszahlen zu sprechen kommen. Weil es ist mir wieder eingefallen, dieses Spiel hat sich über 9 Millionen Mal verkauft. Und das finde ich trotzdem. Didi, du bist dran. Los, Didi, du bist dran. Kratzerattacke. Los, Didi, Sprungfeder. Ja. Ja. Banane. Exit. Bum, bum, bum. Crankys Labor. Ja, Cranky, der ist immer der Besserwisser und John. Weiß alles besser und macht alles bewusst. Prime ist der Beste von allen und oh, it's somebody to check, please. Ey, ihr seid so eine Lippe, ich bin nicht ich kann. Ihr könnt einfach nicht spielen. Ihr könnt dieses Spiel einfach nicht spielen. Ihr seid so eine Lippe, Alter. Ihr braucht so viele Lippen. Ihr habt doch gar nichts drauf. Ich bin der Oberskiller, ey. Ich mach alles im First Try, wie schon gesagt. Boah, ihr seid so schlecht, so viel Leben in der Level verbraucht und die Bonus sind nicht gefunden. Also, das ist so schlecht. Spur ist du kannst gar nichts. Ah, oh, Mann, Diddy, was schließt du da blöd rum? Donkey, du auch. Was? Hände, geht jetzt hier raus, ey. Was macht ihr hier? Geht weg! Ja, machen wir schon, Cranky. Ganz ruhig. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, dass es in Englisch ist. Ey, warte, ich guck mal kurz, ob ich das nicht ändern kann. Also Leute, ich habe keine Lösung gefunden. Aber naja, machen wir weiter mit dem dritten Level, den würde ich noch in den Park packen. Eine Höhle, wo ich wieder mal ich finde schon die Secrets. Bei den Secrets habe ich mich angezogen. Die meisten dann. Aber das war offensichtlich größer. That's what I needed. Du bist so ein What the fuck?
Didi gestorben ist, ist er hier weitergerannt und hat die Bananen eingesammelt. Und die habe ich auch noch gleich gut geschrieben. Ist ja geil. Ja, da springe ich auf jeden Fall runter. Scheiße. Ich bin dann auf die drauf gesprungen. Was soll ich jetzt machen? Das ist nämlich der nächste Bonus. Der letzte Bonus. Also kommt er durch. Ah! Dann muss ich mich umbringen. Aber da war ja auch ein Ding schon. Down. Schnapp dir mal das Fass. Mann, wieso springt das Land da? Keine Ahnung, wer die? Wieso? Nervt einfach nur, Mann. Und rein da. Wieso wurden... Oh, Donkey, chill, und diesmal gehen wir gleich schlau an. Warte. DK? What's going on here? DK, du killst die Spur. Also. Was soll ich machen? Die Spur jetzt im Kill, und? Klatsch dein ab, Kollegen. Witch, please. Eigentlich so das normale Maximum, würde ich so sagen. Nee, zweimal umlagert alle. Ich bin wieder alleine, Mann. Und ich könnte rein theoretisch zurücklaufen und das Fass holen, aber mir doch egal. Mir doch nicht egal. Alter. Diddy. Oh, ich hatte es immer gedrückt, das ist so krass. Oder soll man das sogar so. Schlangen töten und von Wasser getroffen werden und zum Spur.
nur auf Exit gehen. Und ich denke mal, die ersten drei Level reichen für diesen Part. Bis in den Part geht's dann weiter in eine Unterwasser. Freut euch schon drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.